Heute geht es weiter mit Photoshop. Auf geht's. Hey Leute, heute gucken wir weiter mit unserem Photoshop-Tutorial. Und zwar sehen wir uns heute mal ein paar andere Funktionen an. Einmal Absatzformate, wie man genau mit Formobjekten bzw. Vektorformobjekten in Photoshop arbeitet, Smart-Objekte. Das alles werden wir uns heute ein bisschen genauer angucken und damit ein bisschen rumspielen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, also vor allem Smart-Objekte und Absatzformate erleichtern aber einem die Arbeit enorm. Deswegen empfehle ich jedem, diese dringend zu nutzen, wer in diesem Bereich tätig ist. Und ja, damit legen wir einfach mal direkt los. Also, auf geht's! So, in diesem Video geht es in erster Linie um Zeichenflächen, Vektorflächen im Prinzip, also Vektorformobjekte und natürlich um die Absatzformate. Diese drei Themen werden wir heute besprechen und für jeden, der neu dazugekommen ist, ich habe hier schon mal eine Zeichenfläche vorbereitet. Wer noch nicht weiß, was eine Zeichenfläche ist oder wie man damit arbeitet, unten in der Videobeschreibung findet sich der Link zu dem anderen Video, wo ich darauf genauer eingehe. Als erstes erschaffen wir uns mal nicht nur eine Zeichenfläche, weil das bringt uns nicht sonderlich viel, sondern wir erschaffen uns zwei Zeichenflächen. Jetzt haben wir zwei gleiche Flächen auf dieser wunderbaren Seite und erstellen jetzt zum Beispiel einfach mal so eine Kopfzeile. Das heißt, ich klicke einfach mal hier auf Ebene 1, scroll ein bisschen ran und erstelle jetzt hier einfach mal so ein Header im Prinzip. Den schieben wir jetzt hier oben bündig ran. Durch die intelligenten Hilfslinien, was wir letzte Woche schon gelernt haben, ist das alles überhaupt kein Problem. Jetzt schreibe ich hier vielleicht einfach mal so einen Namen rein. Name. Das Ganze machen wir jetzt schwarz. Speichern das Ganze ab, machen es ein bisschen kleiner und zack, haben wir unser Logo hier oben in der Ecke und vielleicht hier hinten auch noch irgendwelche Menüpunkte. Menüpunkt 1, keine Ahnung, haben wir erstmal nur einen Menüpunkt. Setzen das Ganze auf 18 Pixel, setzen es auch auf Light, das sieht ein bisschen besser aus und wir machen hier die Kapitelchen weg, sodass das praktisch alles ein bisschen ordentlicher aussieht, wie ein Menüpunkt halt. Jetzt, so ein Menü sieht ja auf jeder Seite gleich aus, was heißt, egal ob ihr ob ihr praktisch auf der Über- uns Seite seid oder auf der Startseite oder so, das Menü sieht auf jeder Seite gleich aus. Und wenn ihr später hunderte von Zeichenflächen habt und irgendetwas am Menü verändert, dann wäre es ja relativ blöd, wenn ihr das in jeder Zeichenfläche manuell anpassen müsstet. Das würde viel Arbeit machen, die man sich sparen kann. Und deswegen gilt die Regel, alles, was mehrfach auf Seiten auftaucht, Buttons, bestimmte Elemente auf Seiten, zum Beispiel Image Slider, irgendwelche Vorschläge für weitere Seiten, auf die man gehen könnte, Kommentarfelder, Formularfelder, alles, was irgendwie öfter als einmal auf der Seite auftaucht, legt ihr nur ein einziges Mal an. Was heißt, zum Beispiel habe ich hier jetzt drei Elemente, die zu diesem Header gehören. Ich möchte jetzt hier auch diesen Header haben. Deswegen markiere ich diese drei Elemente, mache rechte Maustaste und Zeichenflächen aus Element nicht, sondern in Smart Object konvertieren. Da klicke ich drauf und jetzt habe ich hier neben meiner Ebene im Prinzip so ein kleines Zeichen mit so einem Dokument. Das Ganze benenne ich jetzt einfach Header und das ist ein Smart-Objekt. Was heißt, es ist eine eigene Photoshop-Datei in einer Photoshop-Datei. Was heißt, wenn ich das jetzt kopiere mit STRG J, habe ich es jetzt kopiert, nenne das auch Header, ziehe das in Zeichenfläche 2 und ich habe den genau zweimal. Der Vorteil ist jetzt aber an einem Smart-Objekt in diesem Zusammenhang, dass wenn ich hier reinklicke, ich zum Beispiel einfach auf Eigenschaften die Farbe unseres Hintergrunds jetzt auf Rot setze, ich abspeichere und beide Flächen sind rot. Was heißt, ich muss, um die gesamte Website zu verändern, nur ein einziges Objekt verändern, das abspeichern und zack ist es hier drin. Und das erspart einem unfassbar viel Arbeit, weil ihr werdet es sehr, sehr oft haben in der Situation, dass ihr überlegt, okay, eigentlich fehlt da noch ein Menüpunkt, der sollte damit rein. Man ändert ihn, man fügt ihn hinzu, drückt auf Speichern, zack, es ist überall geändert. Später habt ihr dann wahrscheinlich drei verschiedene Smart-Objekte. Ihr habt wahrscheinlich einmal zum Beispiel einen Header-Desktop. Dann macht ihr euch noch ein zweites Smart-Objekt mit Header-Tablet. Und wenn ihr zum Beispiel das jetzt einfach kopiert, dann kopiert ihr immer dasselbe Smart-Objekt. Was heißt, ich habe jetzt theoretisch, wenn ich das einfach nur kopiere und das hier zum Beispiel ein bisschen runter, nur das hier nehme und das runterziehe und jetzt hier die Farbe das ausblende, dann habe ich das dreimal. Wenn ich jetzt aber einfach nur die Elemente haben möchte, um das vielleicht auf die Tablet-Auflösung anzupassen, dann kann ich mir das auch ziemlich leicht erstellen. Und zwar, indem ich hier auch wieder rechte Maustaste reinklicke und sage, neues Smart Object durch Kopie. Und wenn ich jetzt dieses zum Beispiel Header Tablet nehme, habe ich das auch, also das ist dasselbe Element, wie ihr seht. Aber wenn ich jetzt das hier verändere und wieder einblende,
seht ihr, dass das untere nicht mehr davon gegriffen wird. Das heißt, so könnt ihr euch neue Smart-Objekte aus bestehenden Smart-Objekten erschaffen, um zum Beispiel den Header oder den Footer auf neue Auflösungen anzubringen, ohne die ganzen Elemente neu zu erstellen, weil das wäre ja Schwachsinn, wenn man die ganze Zeit Elemente neu erschaffen müsste, obwohl man sie schon einmal ja, gebaut hat. Natürlich kann man das Ganze jetzt auch noch kombinieren. Was heißt, wie ihr seht, habe ich jetzt gerade in das Smart-Objekt ein Formwerkzeug gemacht. Und das werde ich jetzt mal eben anhand eines kleinen Beispiels erklären. Das habe ich im ersten Video dieser Reihe schon erklärt. Aber wie am Anfang erwähnt, bauen diese Videos nur teilweise aufeinander auf. Und ich möchte mit jedem Video einen gewissen Bereich abdecken. Das heißt, jemand, der das am Anfang gar nicht interessant fand und vielleicht wirklich nur nach Vektor- oder Formwerkzeugen sucht, der wird hier fündig. Und zwar ist das hier unten versteckt. Hier unten unter, also in unserem Werkzeugleiste, ist praktisch so ein kleines Viereck. Wenn ich da draufklicke, habe ich die Auswahlmöglichkeiten, Rechteck zu nehmen, abgerundetes Rechteckwerkzeug und so weiter. Die anderen seht ihr jetzt, glaube ich, nicht, weil da mein Overlay drüber liegt. Aber das ist egal, wir nehmen einfach nur das Rechteckwerkzeug. Und hier oben habe ich jetzt Einstellmöglichkeiten dafür. Was heißt, ich kann verschiedene Sachen machen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt auf hier unten eine neue Ebene angelegt habe und ein Rechteck mache, kann ich hier oben draufklicken und die Form automatisch in den Hintergrund verschieben oder so etwas. Das ist mal ganz praktisch, braucht man nicht so oft. Was man viel öfter braucht, ist die gezielte Einstellung von Größen. Also ich kann gezielt sagen, wie groß das Objekt werden soll in Pixeln. Dann, ob es zum Beispiel eine Kontur hat, wie die Konturlinie aussieht. Jetzt gerade ist halt dieser rote durchgestrichene Strich. Also ich habe gerade keine Kontur. Könnte ich aber sagen, ich könnte jetzt sagen, okay, rot, wie ihr seht, rote Kontur gekriegt, wollen wir aber nicht. Hier kann ich sagen, welche Fläche das hat. Und das ist sehr wichtig, dass ihr später wirklich mit Formen arbeitet und nicht mit dieser Funktion, ihr klickt auf die Ebene, Doppelklick und färbt das Ganze. Weil das Problem ist, wenn ihr es so gefärbt habt, dann ist das total ärgerlich. Ich müsste dann immer Doppelklick drauf machen, hier wieder draufklicken, das ändern, um das umzufärben im Prinzip. Wenn ihr aber später mit Farben arbeitet, zum Beispiel ihr habt, habe ich jetzt gerade, glaube ich, leider ausgeblendet. Ich mache das mal eben wieder rein, Farbfelder. Ich habe hier zum Beispiel in der Bibliothek, dazu kommt nächste Woche ein neues Video, ich habe das Rechteckwerkzeug, also das Rechteck hier ausgewählt und klicke zum Beispiel hier drauf, passiert nichts. Wenn ich jetzt aber den Effekt ausblende und hier durch die Gegend klicke, seht ihr, es färbt sich. Das heißt, ich kann Objekte mit einem Klick einfärben, ohne so viele andere Sachen zu machen und ihr müsst es immer so sehen. Das Ganze funktioniert einmal mit der Bibliothek, es funktioniert aber genauso mit den Farbfeldern. Ihr müsst das Ganze so sehen, wenn ich jetzt jedes Mal bei jedem Dreieck draufklicke, hier draufklicke, hier draufklicke, sind es 4 Klicks, die ich brauche, um dasselbe Ziel zu erreichen, was ich auch mit einem erzielen könnte. Und spätestens, wenn es um Geld geht und ihr schnell sein müsst, dann machen 4 Klicks einen großen Unterschied, weil ihr müsst diese Handlung etwa 100.000 Mal durchführen in eurem Leben, glaube ich, mindestens. Und jeder Klick, den ihr spart, der spart Geld und Zeit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn es nur kleine Handgriffe sind. Aber deswegen lasst die Finger von dieser Effektebene, auch wenn sie manchmal ziemlich verlockend ist. Ihr könnt auch über diesen Einstellungsknopf hier und über das Farbfeld das vergeben. Das funktioniert genauso. Und ihr könnt hier genauso gut auch Verläufe machen oder so Muster drauflegen. Das Ganze funktioniert genauso wie über diesen Effektfilter. Aber sie werden halt trotzdem effizienter einfach genutzt. Der wichtige Vorteil ist, ich mache jetzt einfach mal wieder eine flächendeckende Farbe, zack. Der wichtige Vorteil von Farb, also von diesem Formeben im Prinzip, das ist dieses kleine Viereck, was hier neben zu sehen ist, ist der, dass ich das unendlich skalieren kann. Wie ich Lust und Laune habe, ist es immer gestochen scharf. Bei Rechteck merkt man das jetzt nicht so, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Kreis erschaffe, zum Beispiel ich mache jetzt hier einen Kreis und verforme den, dann ist der, auch wenn ich den so verzerre, wie ihr seht, gestochen scharf. Wenn ich jetzt mir einen, das lösche ich jetzt mal eben wieder, wenn ich mir jetzt einen Kreis erschaffe und hier oben auswähle zum Beispiel Pixel, was relativ viele Leute machen, und ich einen Kreis ziehe, ist er jetzt auch gestochen scharf. Wenn ich ihn jetzt aber zusammenziehe, dann sieht man, dass er nicht mehr so richtig, also hier an der Seite ist einfach nicht mehr so richtig sauber. Das heißt, wenn ich das jetzt zum Beispiel wieder größer ziehe, wobei es geht jetzt noch, aber man sieht, dass die Kanten ausfransen. Also ihr seht jetzt zum Beispiel auch hier unten ganz stark, das ist keine saubere Kante, wenn man das mit dem Rechteck vergleicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr niemals mit Formen arbeitet, weil die bei Verzerrungen einfach nicht mehr gut aussehen. Deswegen mit Pixel arbeitet, sondern immer mit Formen. Das ist praktisch das Wichtige dabei. So, und der wichtigste Punkt, den wir jetzt noch haben, das heißt, wir wissen jetzt, wie man mit Smart-Objekten arbeitet, wir können damit effizient arbeiten,
Wir wissen, warum wir Formen benutzen. Jetzt ist noch die Frage, wie können wir Schrift effizienter nutzen? Was heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Schrift und ja, die ist 18 Pixel groß, ist die aktiv grotesk, light, in schwarz. Und ja, wie können wir das besser nutzen? Weil wenn ich jetzt jedes Mal neue Schrift anlege und ich vielleicht später mal die gesamte Schrift auf der Webseite ändern möchte, dann wäre es ja total ärgerlich, wenn ich in jedes einzelne Textobjekt reingehen muss, wenn ich später 20, keine Ahnung, 20 Screens habe, in je drei Auflösungen mit vielleicht jeweils 20 Textfeldern, dann wisst ihr, wie viel Arbeit das ist, die Schrift zu ändern. Und deswegen gibt es ja eine Hilfe von Photoshop, die das Ganze deutlich vereinfacht. Und zwar gehen wir auf Absatzformate. Jeder, der mit Word arbeitet oder mit InDesign bekannt ist, der wird diese Sachen kennen und damit überhaupt keine Probleme haben. Es sind vorgefertigte Schriften, was heißt Schriftmarken nennt man das eigentlich, die auf Texte gelegt werden. Was heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einfach hier reinklicken und sagen, ja, ich möchte jetzt ein neues Absatzformat. Das nenne ich, keine Ahnung, Menü. Zack, das ist jetzt unser Absatzformat für das Menü. Ich kann sagen, okay, Abstand ist ein bisschen krass, mache ich auf Auto. Ich sage, Schriftgröße ist 18, ist die aktiv grotesk, light in rot. Kann dann hier verschiedene Schriftsachen auswählen, den Text stauchen oder strecken, gucken, wie es gesetzt werden soll. Kann hier noch was Brüche reinsetzen oder sonst irgendwelche interessanten Sachen. Einzüge sind meistens gar nicht so schlecht, vor allem wenn es um Text geht. Hier kann ich halt auch linksbündig zentriert und sowas auswählen. Dann Satz, also wer das praktisch setzt, das ist hier drin relativ egal. In InDesign ist Sätzen viel wichtiger, weil das Programm ist auch dafür ausgelegt. Hier kann man auch gucken, wie man zum Beispiel die Abstände macht, die Wortabstände und die Abstände zwischen Zeichen und so weiter und so weiter. Das kann man alles einstellen. Und natürlich Silbentrennung sollte man meistens ausmachen, weil im Web auch keine Silbentrennung stattfindet. Deswegen arbeitet immer ohne Silbentrennung. Das Ganze können wir jetzt einfach auf OK klicken und haben jetzt hier Menü drin. Wenn ich jetzt unseren Namen habe, also ich wähle jetzt praktisch das Logo hier aus und klicke, also ich klicke drauf, klicke auf Menü und normalerweise sollte es jetzt Basissatz Menü Menüpunkt. Ah, jetzt funktioniert es. Sehr gut. So, ich habe jetzt praktisch dem Name und dem Menüpunkt den Menübasissatz zugefügt. Was heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr, wie die Schrift sich verändert, wenn ich den Basissatz tab. Und ich bin jetzt ja praktisch, wir färben das mal eben um zu weiß, damit wir mehr sehen. Wir sehen jetzt hier praktisch unsere beiden Punkte. Ich ziehe die mal ein bisschen näher zusammen. Es sind zwei unterschiedliche Textobjekte. Und wenn ich jetzt hier drauf bin, sehen wir, dass es sich verändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel später überlege, hey, ich will jetzt noch eine Times ausprobieren, da könnte ich hier jetzt einfach irgendeine andere Schrift nehmen, zum Beispiel so eine Serifenschrift und sage okay. Und zack, alle Menüpunkte, die diesem Absatzformat zugehören, verändern sich. Natürlich ist es später clever, nicht nach sowas zu arbeiten wie Menü, sondern es macht mehr Sinn, wenn man sagt, zum Beispiel, ich lege jetzt eine H1 an, dann lege ich noch eine H2 an. Normalerweise gehe ich durch bis H5. Dann lege ich mir meistens noch LIs an, also wie LIs gestylt werden sollen und wie P-Text gestylt werden sollen und wie Links, nein, will ich nicht, und wie zum Beispiel Links gestylt werden sollen. Diese drei Objekte sind die, die man am häufigsten für Content verwendet. Und natürlich könnt ihr euch auch noch Special-Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel Zitate oder besonders hervorgehobene Sublines oder so. Ihr könnt praktisch jeden Text hiermit stylen und ihr könnt auch unendlich viele hiervon haben. Aber zumindest, wenn man später weiß, man muss das Ganze programmieren oder jemand anderes muss es programmieren, dann ist es nie verkehrt, sich einfach schon mal den Kopf zu machen, dass man auch in einem Screen-Design alle Objekte eines bestimmten Themas, zum Beispiel alle A-Links, die irgendwo auf der Seite stehen, also alle Links, sollen auch gleich aussehen, weil später wird dann der Link einmal gestaltet und er sieht überall gleich aus. Und das ist gar nicht schlecht und spart Zeit und Arbeit und Mühe. Deswegen sollte man gucken, dass man eventuell nach HTML-Objekten diese ganze Geschichte stylt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem, endlich mal wieder mit einem CSS-Video, also nichts mit Photoshop. Photoshop geht dann in einer Woche weiter, beziehungsweise in zwei Wochen. Und dann geht es darum, wie wir mit Adobe-Bibliotheken arbeiten, beziehungsweise warum die so ein
warum viele die so einen schlechten Ruf mit sich bringen, aber gleichzeitig warum es auch echt praktisch ist. Also ich könnte ohne die Bibliothek nicht mehr arbeiten. Und ja, das werden wir uns dann halt in 2 Wochen weiter angucken. Und ja, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, schreibt mir einfach auf Twitter den Link dazu, der ist unten in der Videobeschreibung. Und da antworte ich im Regelfall eigentlich ziemlich schnell. Den Support per E-Mails habe ich leider eingestellt, da es einfach mir zeitlich nicht mehr möglich ist, E-Mails zu beantworten, die zum Teil eine Seite lang sind, also eine DIN A4-Word-Seite lang sind, die durchzulesen, mich dann einen Code einzuarbeiten, das dauert einfach zu lange, deswegen kann ich das einfach nicht mehr leisten. Tut mir leid dafür, Entschuldigung, aber das ist leider neben dem Studium, beziehungsweise neben meinem baldigen Thesis-Schreiben und Freelancer-Dasein einfach nicht möglich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder und bis bald. Ciao.